Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Cradle. Ja, wir haben beim letzten Mal diesen Fernseher und diesen Netzwerk-Receiver-Dingens mit Strom beliefert und der funktioniert ganz gut, aber wir sollten noch umschalten auf den richtigen Sender und wir haben eine Fernbedienung gesucht und es hieß ja, wir sollen mal schauen unterm Bett oder unterm Tisch. Ja, also wir haben hier dieses Bett, wir haben da dieses bettartige Zeug und diesen Tisch. Ja, und tatsächlich, nach langem, langem Suchen, habe ich es gefunden und zwar, falsche Taste, hier, seht ihr sie? Da hinten drin ist diese dämliche Fernbedienung. Ich hätte es jetzt eher so, weiß nicht, nicht unter diesem Tisch erwartet, aber gut. Gut, jetzt nehmen wir die Fernbedienung. Benutzen die irgendwie. The reason is both simple and evident. Simultaneous existence of two copies of the same person gives rise to problems we are not prepared to tackle, as clearly demonstrated by the sorrowful experience of the recent past. For now, strict prohibition on duplication and forced deactivation of existing duplicates remain the only solution to the situation. Deactivated neural copies are retired into secure storage facilities for likely reactivation in the future, when a legitimate solution is found. This is one of the cases when. Okay. Also mit anderen Worten. Ja, es gibt Duplikate. Und die sollen deaktiviert werden. Ich nehme mal diese Fernbedienung ins Inventar. Und ich fürchte, sie ist eine davon. Aber ich rede mal mit ihr. Ida, unser Terminal ist abgefackelt. What? Ich möchte mal rüberschauen. Abgefackelt? Ich dachte einfach, da ist Übertragungsende oder sowas. Ida, our terminal burned down. I know, but I managed to check the number in time. Sehr gut. Aber sie hat die Netzverbindung noch rechtzeitig nutzen können, um die Zahl zu überprüfen. Und was gibt's Neues? You did? So what's the news? Are you going home? The news is bad. I no longer have originals right. There's nowhere for me to go. Okay, sie hatte nicht mehr die Rechte des Originals und kann nirgendwo mehr hin. Warum? Why? I was restored. 3 years ago, Ida Meyer was confirmed dead and restored from a reserve neurocopy. She currently lives somewhere in Geneva. Aha. Sie ist wiederhergestellt worden. Vor 3 Jahren wurde Ida Meyer für tot erklärt und anhand einer Neurokopie in Reserve wiederhergestellt. Und sie lebt zurzeit irgendwo in Genf. Ja, wir scheinen Pech zu haben. Wie ist sie denn gestorben? We don't seem to have much luck. How did she die? It says here, died in a disparate toxin emission in 2058. In 58 durch eine Disparatoxin-Emission ist sie verstorben. Das heißt, du bist jetzt ein Duplikat? This means you are now a duplicate? Correct. My very existence is illegal. Okay, und sie sollte eigentlich nicht mehr existieren, denn sie ist jetzt ein Duplikat und ja, sie dürfte jetzt einfach nicht mehr da sein. Ja, nur Mut, wir improvisieren. Ja, das ist gut. Well, don't fret. We'll improvise. Improvise? Improvisieren? Klar, wir suchen dir einen normalen Körper mit Beinen. Sure. We'll find you a normal body with legs. With legs. And then what? Mit Beinen und was dann? Dann leben wir halt unser Leben. Verkaufen Blumen. Das ist sehr improvisiert. Then we'll live our lives, selling flowers. Anibish, listen. When my battery runs out, I want you to put my flowers into secure warranty. I mean, into a glass cell, yes? That is a secure evacuation. I understand. Okay, jetzt stimmt irgendwas nicht mit dir. Wir sollen zuhören, wenn unser Akku die Grätsche macht, dann will sie, dass ihre Blumen in eine sichere Garantie packst und in eine gläserne Zelle. Das ist eine sichere Evakuierung. Was? What? What I mean is, please put my neurochip in a cell which, Enemish, into a camera of tides or a camera of dreams. Okay, irgendwas stimmt mit ihrer Stimme nicht. Den Neurochip sollen wir in eine Zelle packen. Eine Kamera der Gezeiten oder eine Kamera der Träume. What's with your voice? I don't know. Sie weiß nicht, was mit ihrer Stimme ist. Eine Kamera der Gezeiten. Wovon redest du? A camera of tides? What are you talking about?
I'm malfunctioning somehow. My thoughts are out of order. Ihre Gedanken sind durcheinander und sie funktioniert gerade nicht mehr richtig. But I think it's over. Ah, jetzt ist es vorbei. Man muss repariert werden. You need repairs. I don't need anything, Inibish. I'll be put to sleep soon. Und sie wird bald schlafen geschickt. Disconnected. And for a long while, I bet. Abgeschaltet. Und das für eine lange Zeit, jede Wette. Dann hast du dich also entschieden. So, you've decided. Yes. That is my decision. Das ist ihre Entscheidung. Du wachst also auf und gehst direkt wieder schlafen. Verstehe. So you wake up and go right back to sleep. Got it. More like wake up, get totally confused. Then go back to sleep. Ist total verwirrt und geht dann wieder schlafen. Warum bist du denn verwirrt? What are you confused about? The explosion for one thing. I haven't a clue how I'm connected to it. Sie weiß zum Beispiel nicht, was sie mit dieser Explosion zu tun hat. Ich hatte eine Emission erwischt. Das war einfach nur Pech. You got caught in an emission. That's just bad luck. No, Enibish, it's not that simple. I found another mention of my name here in the database, in the search history. Somebody was searching for information about me. Aha. Sie hat ihren Namen noch woanders entdeckt, in der Datenbank, in der Suchchronik. Irgendjemand hat nach Informationen über sie gesucht. Na und, was ist daran so seltsam? So what? What's so strange about that? The fact that it was the only query for my name in the entire search history, made 20 minutes before the explosion. Ja, der Umstand, dass das die einzige Suche nach ihrem Namen in der gesamten Suchchronik war, 20 Minuten vor der Explosion. Wer hat nach ihr gesucht? Who made the query? A man named Mark. Mark Daring. He's listed as transfer operator. The explosion happened on his shift. There's even a recording of it. And also, how curious. Also ein Mark Daring, ein Transfertechniker, hat nach ihr gesucht. Und das war, die Explosion geschieht während seiner Schicht. Und es gibt so eine Aufzeichnung davon. Und außerdem, wie seltsam. Ne? What? Going by the recording, there was an equipment breakdown not long before the explosion, at around the same time the query was made. Yes, I want to know what happened there. Ja, und ein Gerät ist ausgefallen kurz vor der Explosion, zu der Zeit, als die Suchanfrage abgeschickt wurde, und sie will wissen, was da genau passiert ist. Was ist das denn für, warum kümmert es dich, warum ist das jetzt so wichtig, warum ist das, was ist das für eine Aufzeichnung? Ich will wissen, warum das jetzt so wichtig ist. Why do you even care? Is that really important now? It is to me, because aside from these fragments of the past, I have more fragments of the past than, I mean. Sie kriegen ein bisschen durcheinander, denn außer diesen Bruchstücken aus der Vergangenheit habe ich mehr Bruchstücke aus der Vergangenheit als, ich meine, Ida. Ida. Hey. Hey. It happened again. I'm getting worse. Geht's nicht gut? Sie muss repariert werden. I'll repeat. You need repairs. You need to know the cause of the problem before you can correct it, which I do not. Ja, die Ursache eines Problems kennen wir nicht, deshalb können wir es nicht beheben. Verarbeitungsfehler? Deine Stimme verändert. Könnte es ein Verarbeitungsfehler sein? Could it be those processing errors you've mentioned? Which errors? Was für Fehler? Weiß schon, die sich mit der Zeit ansammeln. You know, the ones that accumulate over time. Impossible. I've just rebooted myself. They don't accumulate so quickly. Something else is happening here. Also die Fehler, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, das kann nicht sein, weil sie sich ja gerade rebootet hat. Aber irgendwas anderes passt nicht. Your voice is changing. Deine Stimme verändert sich. If only it were just the voice. I'm at a loss. The reasons could be many. Could be my synchronizer is on the fritz. I've heard of cases when the neurochip malfunctioned due to a deteriorating link with the DNA. Either that or my neurocopy is failing. But if that's the case. Ja, also ja, sie könnte, ihr Synchronisator könnte im Eimer sein. Sie hat davon gehört, dass der Neurochip wegen, ja, dass die Verbindung zur DNA nachlässt und das, oder ihre Neurokopie fällt in Stücke. Und wenn das der Fall sein sollte, dann... What then? Nothing. Let's just hope it's the synchronizer. Naja, sie will es nicht hoffen. Sie hofft, dass es am Synchronisator liegt.
Tun wir das, dann ersetzen wir ihn durch einen neuen. Ich habe so eine Ahnung, wie wir den bekommen werden. Let's. Then we'll replace it with a new one. Sure. There's a new one here in a small. Distance close. Langsam wird's lustig. Da gibt's einen neuen hier in einer kleinen Entfernung nah. Gib mir die Pavillon-Nummer. Ich gehe los und hol einen. Give me the pavilion number. I'll go and get it. Is in six rooms soft. Aha, im sechsten. Verstehe. Und bitte nicht verrückt werden. Versuch's. Got it. And don't go crazy just yet. Try. Try. Sie versucht's. Yes. Ja, hoffentlich macht sie die Tür noch rechtzeitig auf. Also, jetzt müssen wir in Pavillon 6. Okay. Great. Dann gehen wir mal dahin. Was macht das Wetter? Schön. Wunderschön. Da will ich lang. Und schon laufen wir wieder rum und werden wieder Riesenspaß mit Glötzchen haben. Yay, ich freue mich schon. Das ist mir nicht so alles für Frauen tut, gell? Unglaublich. So, was haben wir denn im Inventar eigentlich gerade? Ah ja, die alten Sachen und die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist jetzt irre wichtig. Aber wir haben sie. Und bevor ich... Boah, jetzt ruckelt's aber. Ich gehe natürlich nicht zu Fuß hin, sondern wir nehmen hier wieder diesen super coolen Lift. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Transportsystem. Hui. So. Den Knopf zum Los und dann gleich rüber. Schneller. Also, wir beeilen uns ein bisschen. Dum, 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 dum. So, da sind wir da. Wir müssen uns ja natürlich ein bisschen beeilen, weil wir wollen ja, dass es der guten Ida nicht schlecht geht. So, Pavillon 6. Super. Hier war das ja irgendwie... Das war 1. Jetzt hänge ich hier fest an dem dämlichen Stein. So. Und dann haben wir hier die 3, 4, 5, 6. Dann ist das der 6. Ja. Und der Lift funktioniert nicht mehr. Da kommt schon wieder sowas Schwarzes auf mich zu. Geh weg! Ksch. Ich muss einen anderen Weg finden, zum Pavillon zu kommen. Ja, das dachte ich mir fast. Geh weg! Ich muss hier mich umschauen. Ah, geh weg! Okay, wie kommen wir denn dann dahin? Also hier müssen wir hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Es kann ja nur von einem benachbarten Pavillon irgendwie sein. Da ist noch so ein Ding. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Also dann wahrscheinlich müssen wir dann... Mal schauen. Dann lasse ich mich mal hier beim Pavillon 4 nach oben. Also, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass wir da jetzt irgendwie rüberkommen könnten. So, also hier ist jetzt 4 und wir müssen darüber. Das ist ein bisschen weit. I figured out what kind of breakdown the report was referring to. During a transfer, the ability to speak was not blocked out for one of the kids. That is, he was talking to himself, to his own copy. Haha. Das ist natürlich auch lustig, wenn man mit sich selbst spricht, aber gar nicht man selber ist. Okay, wie kommen wir darüber? Nicht da drüben, oder? Oh Gott. Boden aufpassen, da sind Löcher. Ehrlich, sollen wir da jetzt rüber gehen? Okay. Probieren wir doch mal aus. Okay. Noch geht's gut. Das sieht gut aus. Das sieht an sich erstmal ganz gut aus. Okay. Und was machen wir jetzt hier? Rüberspringen? Nein! Bumm. Bin ich wieder oben? Bitte lass mich wieder oben sein.
Klasse. Okay, aber das muss der richtige Weg sein. Ich bin ein bisschen früh abgesprungen. So, probieren wir das nochmal. Okay, man kann hier darauf ziemlich souverän laufen. Ich will jetzt da nicht sprinten, aber es geht eigentlich ganz gut. Ach komm, warum nicht sprinten? Und jetzt so spät wie möglich. Verdammt! Warum das da jetzt neu lädt, verstehe ich auch nicht so ganz. Geht das nicht so? Also dieser schwarze Teil, der macht mich ein bisschen stutzig. 5, 4... So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da... Nein, jetzt springe ich... Oh. Ja, ihr dürft mich hauen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Du bist richtig. Gut. Das ist immer so das Problem, wenn man irgendwo was schaffen will. Am Anfang ist man immer relativ gut, wenn man sich noch Mühe gibt und ja, aufpasst, dass nichts passiert. So. Okay. Jetzt ist die Frage, kommen wir da über dieses schwarze Ding irgendwie anders vorbei? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier entlang müssten. Das gibt's doch nicht. Wie geht das? Wie kommen wir denn da rüber? Knüller. Aber langsam kenne ich den Weg. Ich will euch nur immer wieder diesen coolen Aufzug zeigen. Ja. Natürlich, das ist der einzige Grund. Und diese dämliche, was auch immer das ist, das liegt da ganz doof im Weg rum. So, also normalerweise sollte das eben so hoch sein. In dem Fall ist es unten. Das wäre schon... Das muss der richtige Weg sein. Okay, jetzt gehen wir mal ganz vor. Und schauen uns das Ding an. So, jetzt gucke ich nach unten. Weiter so sollte ich nicht vor. Kann ich auf dieses schwarze Ding? Das ist die große Frage. Und sprinten oder nicht? Das ist die nächste große Frage. Ich vermute ja. So, ich sprinte jetzt. Ah Gott. Ich freue mich erst, wenn ich da bin. Ich freue mich erst, wenn ich da bin. Ach du liebe Güte, gibt es da viele Löcher. Herrlich. Okay, hier runter. Alles gut. Alles gut. Und jetzt bloß nicht runterfallen, weil sonst werde ich mich sowas von ärgern. Aha, okay, da lang. Dann ziemlich sicher da lang. Gott, jetzt muss ich auch noch springen. Gott. So. Ich hoffe doch, dass ich da auf diesem... Wow! Wow, das ist alles gut. Alles gut. Aha, und jetzt? Are you kidding me? Soll ich jetzt da drüber klettern? Ich fürchte, weil da komme ich nicht durch. Gott, das ist so... Ich meine, es ist Ego-Perspektive. Aber es ist im Shooter deutlich einfacher, weil es nicht so träge ist. Okay. Okay. Jetzt wieder zurück. So, die Dinger fallen ja wahrscheinlich wieder runter. Wenn ich die Dinger kenne. Ah, gut. Wir haben es geschafft. Und ich will nicht runter. I see you. Go on in. Oh, schnell, komm. Mach auf. Damit ich ja nicht wieder runterfalle. Wie heißt das Ding eigentlich? Magic Lakes. Oh, schön. Ich hoffe sehr, dass das letzte sein wird.
und hurra. Ich weiß nicht, die Dinger nerven mich einfach nur, weil sie so unnötig sind. Und irgendwie, weiß nicht, es macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, warum ich das da so dann, naja, egal. So, Spiel gespeichert, immer gut. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde. Wir fehlen bei Boxen. Beim letzten Mal haben wir uns ja gar nicht so schlecht angestellt. So, was haben wir diesmal? Orangene Bloppel. Okay. Dieses Ding wollen wir gewinnen. Pavillon Zauberseen. 30 orangefarbene Blöcke. Blöcke, Bomben können wir zerstören. Orangefarbene mit roten Würfel, um die Bombe zu zünden. Ja gut, okay. Das ist okay. Und wir sollen orangene sammeln. Zack. Zack. Das heißt, wir haben jetzt wieder diese geschlossenen Dinger. Also er sprengt nicht mehr die... Oh. Sondern er macht das da. Aber das ist mir tausendmal lieber, als wenn er irgendwie die ganze Zeit Dinge kaputt bolzt. So, und ich schaue mich jetzt einfach mal in aller Ruhe um. In aller Ruhe so weit, dass er mich immer wieder einbauen wird. Weil ich ja die orangenen Blöcke haben möchte. Komme ich da unten dran zufällig? Nö. Hätte mich jetzt auch irgendwie überrascht. Okay. Und ich schaue mich wirklich um. Weil ich möchte, ich hoffe, dass ich es hinkriege, dass ich nicht unnötig irgendwie runterfalle. Und dementsprechend möchte ich von oben anfangen und dann nach unten hin die Blöcke eben abbauen. Jetzt habe ich das Ding aus Versehen kaputt gemacht, aber ich kann es ja zum Glück wieder aufsammeln. Zack. Ganz toll. Das ist mir wurscht. Da ist noch ein Orangener. Gehen wir nochmal in die Richtung. Okay, dann gehen wir jetzt eine Etage weiter runter. Wo auch immer ich nur eine Etage weiter runter komme. Hier zum Beispiel. Das ist super. Zack. Weg. Die Geräusche sind schon lustig. Die erinnern mich so ein bisschen an Super Mario, oder? Okay, da ist wieder so einer. Bisher lief es so recht souverän. Zack. Weg. Nicht du. Naja, Minecraft für Arme, ne? So, das setze ich mir da hin. Du machst die aber nicht kaputt. Gut, das ist super. So. Geh weg. Dich will ich da reinwerfen. Das kann ich da durchwerfen. Das finde ich eigentlich super. Da passiert nicht so viel. Geh weg. So, war hier nicht noch irgendwo ein Orangener? Irgendwo hier war doch noch ein Orangener. Dachte ich. Aber anscheinend nicht. Ja, so gesehen sind die Dinger natürlich ein bisschen doof, weil man da nicht mehr unterscheiden kann, was war denn orange und was war blau. Welche Blöcke? So, wir bauen uns selbst Wege. Okay. Gehen wir wieder zurück und werfen ihn durch unser bereits vorhandenes Loch, das mittlerweile nicht mehr existiert. Hast du mir jetzt den Block kaputt gemacht, du Depp? Habe ich so liebevoll hierher getragen und dann das. Ja? Das haben wir ja gern. So, ich will eine Etage weiter runter. Da ist ein Block. Du
Lock. Dahin. Lock. Na. Dahin. Schon ein bisschen haben wir schon. Also den inneren Kreis unten in der Anzeige haben wir. Mal durchbuddeln, nicht, dass da noch ein roter ist. Ein orangener meine ich. Mal nach oben. Wie gesagt, es könnten theoretisch alles orangen sein. Zack. Da reinwerfen. Reinwerfen. Hier hinten mal rein. Nö, nix mehr. Oh, jetzt hat hier irgendjemand eine Mauer hingebaut. Das ist ja freundlich. Ich habe so eine Ahnung, wer das war. Eigentlich ist es wurscht, ob ich es jetzt hier oben reinwerfe. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Komme ich da dran? Jetzt egal. Wenn du mal eben die Blöcke kaputt machst, ist mir es nicht egal. Warum gehen denn die Blöcke kaputt, die ich in der Hand habe? Das ist doch bescheuert. Das ist doof. Ja, jetzt kommt gleich der nächste. Okay, ding, 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 ding. Okay, hier ist nichts mehr. Einmal Block hier, da runterwerfen. Mit dem Block könnte ich vielleicht rankommen, das passt. Ja, also die sind ein bisschen ruhiger, die Level, ne? Also, wie gesagt, er baut mich ein, aber das ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn er mir den Boden unter den Füßen wegsprengt. Das heißt, die Gefahr, dass ich wirklich runterfalle, ist relativ minimal. Und ich kann hier in aller Ruhe die Blöcke mir anschauen. Aber es sind alles blaue Blöcke. Ich glaube, die Orangen nun werden gar nicht. Okay. So, dann auf die Seite, da ist noch ein roter. Oben ist wurscht. Oh, da ist noch einer. Gut, dass wir geschaut haben. Sehr gut. Mal ein bisschen hier hinten rum, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt auf die nächste Ebene runtergehen. Großartig. Ich gehe noch ein bisschen weiter rüber, weil dann ist die Gefahr, dass ich zu weit runterfalle, nicht so da. Ach, jetzt hat das gerade wieder ausgemacht. Super, genau in dem Moment, wo ich es werfe. Klasse. Zack. Die sind wurscht. Da ist überhaupt nichts mehr, was mir nicht gefällt. Je weiter wir runterkommen. Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Das war auch nicht so toll. Probieren wir es mal, ob es trotzdem noch reicht. Aber in der Ebene drüber war eh nicht so viel. So gesehen war das dann ganz human. Ha! Verdammt! Ich dachte, ich habe ihn jetzt überlistet und habe ihn kaputt gemacht. Aber habe ich wohl nicht. Schade. So, ich will hier durch. So, da sind nämlich so ein paar wertvolle Sachen. Zack. Zack. Okay, jetzt hat er wieder ein bisschen eingebaut. Kann ich das da runterwerfen?
Müsste gehen, oder? Passt, super. Dann muss ich mir hier kein Loch bohren. Zack. Nein. Och, jetzt hat er es wieder kaputt gemacht. Ich hasse dich. Dummes Vieh. Dummes, dummes, böses Vieh. Fuck. Waren hier noch welche? Da war noch einer. Aber wirklich, so ein sinnloser Modus. Oh oh. Großartig! Genau, das wollte ich. Eigentlich nicht. So. Jetzt muss ich irgendwie hier durch. Wie viel brauchen wir noch? Etwa 6, oder? 2, 4, 6 brauchen wir noch. So, jetzt hat er gerade mal wieder seinen Ventilator angemacht. Ja, da hinten ist noch ein Orangener. Ich glaube, das ist wieder an. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief war. Ich fürchte, das war zu tief. Wenn ja, war es doof. Oh. Okay. Ja, geht schon. Geh weg. Reicht schon wieder. Ja, das Problem ist, da ist nichts mehr. Unten, unter mir ist nichts mehr. Was jetzt weniger praktisch ist. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie wieder nach oben transportieren. Wo ja eigentlich auch nicht mehr so viel war. So, dann müssen wir halt hier nochmal durchschauen. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was finde. Weil wenn nicht, ist doof. Aber hier oben habe ich eigentlich ziemlich souverän alles abgeräumt. Deshalb glaube ich das fast nicht, dass hier noch was ist. Aber da muss ich zugeben, wüsste ich nicht. Ja. Gut, da ist okay. Oberes haben wir eh abgeschlossen. Dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wo ich so viele von diesen Platten verloren habe. Ich habe zwei. Ah, da ist noch einer. So. Oh Gott, geh weg. Nein, nein, nein. Und jetzt hat er mir den auch kaputt gemacht. Diese Ratte. Ja, das ist halt das Problem. Ich muss halt irgendwo langlaufen. Oder ihn temporär irgendwo hinsetzen. Hinsetzen ist was besser, weil dann macht er ihn nicht kaputt. Hm. Habe ich mich schon mal über den Rehmodus aufgeregt. Okay, da ist auch nichts mehr. Dann kann ich nochmal eine Etage runtergehen. Aber ich fürchte nicht, dass wir da noch ausreichend Blöcke finden werden. Da drin? Nö, eigentlich auch nicht, oder? Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Es war eigentlich nicht schlecht, aber 6 orangen Blöcke fehlen uns halt leider noch. Und ich sehe keine mehr. Ich springe jetzt mal hier runter. Und nochmal im Speed-Durchgang, aber... Außer wir sind vorhin durch eine Ebene durchgefallen, die wir nicht nachträglich wieder abgebaut haben. Dann hätten wir vielleicht nochmal eine Chance, aber es wäre vielleicht auch eine tolle Information, wenn man es nicht mehr schaffen kann. Liebe Spieleentwickler. Oh. Aber ich sehe keine mehr. Also so gesehen, fürchte ich, muss ich aufgeben. Versuchen wir noch ein bisschen weiter runterzukommen, aber... Finden wir keine mehr. Okay, dann muss ich wohl aufgeben.
Oh, da ist noch einer. Einer, super. Und das probieren wir beim nächsten Mal einfach nochmal. Hilft nichts. War da noch was? Nö, alles rot. Aber bedeutet das, dass ich keinen kaputt gehen lassen darf? Das wäre ja bitter. Das würde ja dann nie funktionieren. Oh, da ist noch einer. Ich habe doch vorhin einen reingeworfen, oder? Kann es sein, dass ich einfach ein paar kaputt gemacht habe und die nicht... Okay, der hat auch nicht gezählt. Der war zu weit unten. Okay, dann weiß ich, wo der Fehler war. Ich habe ein paar kaputt gehen lassen. Und das war natürlich dann weniger gut. Dann muss ich darauf sehr achten. Und idealerweise keinen in der Hand haben. Genau. Dann probieren wir das beim nächsten Mal nochmal. Schade. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.